Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ein neuer Part, ein neues Glück. Im letzten Part haben wir ja nur unentschieden gespielt, hätten eigentlich gewinnen müssen, aber dadurch, dass wir wieder mal ein Gegentor in der 90. Minute bekommen haben, also ich zumindest, haben wir nur unentschieden gespielt. Aber mittlerweile konnte ich die Serie etwas abschwächen. Und es läuft wieder ein bisschen besser und ich weiß gar nicht, ob ich das euch im letzten, also beim letzten Part drin hatte. Und zwar habe ich, ja, nee, den hatte ich noch nicht drin. Und zwar habe ich mir Oscar geholt. Wie ihr seht, 24.750, das ist echt krass. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Spieler. Und wir spielen wieder mit der englischen Mannschaft im Pokal, hatte ich euch ja mal versprochen. Dass wir ein bisschen Pokal spielen. Und das hatten wir auch geschafft. Wir sind ins Viertelfinale gekommen. Und nicht wundern, dass heute Dienstag ist und ein FIFA-Part kommt. Dadurch, dass Dragon Ball Z und Final Fantasy beendet sind, kommt nur diese Woche. Ich glaube, es ist nur diese Woche. Es könnte auch sein, vielleicht noch nächste Woche. Aber ich glaube, es ist nur diese Woche. Kommen zwei FIFA-Parts. Das ist eine kleine Sonderregelung. Für diese Woche und vielleicht noch nächste Woche kommen mal diese Woche zwei Parts. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, wir spielen natürlich wieder einen schönen Online-Pokal. Ich hoffe, ich finde einen Gegner. Das wäre natürlich richtig nice. Es ist heute mal Freitag. Dadurch, dass ich halt zwei Parts aufnehmen muss, habe ich mir gesagt, okay, weil ich nehme ja immer samstags auf die Parts, habe ich mir mal überlegt, nimmst du heute mal am Freitag auf. Und ich glaube, das dauert ein bisschen, weil... ein Gegner. Okay. Also geht es jetzt los in den Kampf. Übrigens habe ich noch zwei neue Trikots. Ja, und das war seine Mannschaft. Hier seht ihr sie, eine englische Mannschaft. Ja, eine solide englische Mannschaft mit guten Akteuren dabei, wie Miralles, Howard, Cale, Coleman. Sind gute Spieler dabei. Und wir springen gleich mal in die Partie rein. Er hatte mal wieder diesen lächerlichen Anstoßtrick gemacht und kam so zu seiner ersten Möglichkeit, die hier durch Mandiouf in der dritten Spielminute. Es war eine Partie, wo sich beide in der ersten Halbzeit vor allen Dingen neutralisierten. Dann ich mal mit einem Angriff über Oscar und der mit dieser Riesenchance, aber Tim Howard veraltet die Szene. Jetzt Achtung, jetzt könnt ihr alle mal Schiedsrichter spielen. Hier Ben Arfa mit diesem V-Spiel, das ist gelb, das brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren. Eine klare gelbe Karte. Ich möchte noch anmerken, dass Arnautovic in diesem FIFA richtig gut animiert ist. Aber gelbe Karte zu rechtfertigt. Doch jetzt Achtung! Diese Szene ist für was? Was ist das für euch? Was ist das für euch, Leute, in dieser Situation? Ist das für euch eine gelb-rote Karte? Für mich ist das niemals eine gelb-rote Karte. Für mich ist das eine klare Fehlentscheidung. Für mich ist das ein normaler Zweikampf. Ich habe auch schon mit dem Birne Play darüber geredet. Für ihn ist das auch ein stinknormaler Zweikampf. Aber so ist natürlich die Partie ein bisschen ins Wasser gefallen. Er hatte mit dieser Überzahlsituation nicht wirklich gute Szenen. Der Einzige, der gute Szenen hatte, war ich. Ich war ihm überlegen und es hätte wahrscheinlich auch schon ein Tor gegeben, wenn diese rote Karte nicht gewesen wäre. Nächste gelbe Karte, insgesamt 5 gelbe Karten in der ersten Halbzeit. Das ist ein Beleg für diese Partie, die von ja, schönem Fußballspiel nicht gerade zeugte, sondern eher durch Fehlentscheidungen größtenteils des Schiedsrichters hier mal eine Chance durch Lampard. Das war tatsächlich die beste Chance in dieser Spielminute. Dann Adidai. Hier ein Fehler mal, wenn er mal zu Chancen kam, dann durch eigene Fehler von mir, wie hier, durch seinen Mandiouf. Aber das war auch das Beste, was er liefern konnte. Schwache Partie von meinem Gegner. Dann Oscar mit diesem schönen Zuspiel auf Adidai. Adidai mit diesem klasse Pass zu Ashley Young. Und er macht das 1:0. Kurz vor der Pause, in Unterzahl. Ich hatte nämlich super kombiniert, ruhig und kontrolliert gespielt. Nicht hektisch gespielt, einfach kühl und überlegt und das war ein klasse Tor von ihm, von Young. Dann er hier mal wieder mit einem V-Spiel, Frustration von ihm und so stand es nach 45 Minuten 1:0. Zweite Halbzeit, er natürlich mit Wut im Bauch nach diesem 0:1,
Serbla auf Bandjov und der mit der ersten Chance der zweiten Halbzeit, schwarzer sei Dank, bleibt es hier beim Führungstreffer von mir. Jetzt geht's ja sozusagen live weiter mit Ashley Young am Ball. Es ist immer noch Ashley Young unwiderstehlich mit der nächsten Chance. Ashley Young mit einem Riesenspiel, das kann ich euch jetzt schon verraten. Er war der Protagonist dieser Partie. Nicht nur wegen seinem schönen 1:0, was er da perfekt an Howard vorbeilegte. Nein, er hatte weitere schöne Aktionen, wie gerade eben diese. Doch ich kann euch jetzt schon versprechen, er wird weitere schöne Aktionen haben. Genau wie Oscar. Der war ein bisschen alleingelassen, dadurch, dass Rangel halt nicht so schnell ist und halt öfters verteidigen musste, war Oscar auf der rechten Seite ziemlich alleine, aber diesen Platz, da hat er ziemlich viel Spaß. Denn Young, Achtung, was für eine Flanke auf Brown Adijoy! Nur das Tor ging leider nicht rein. Ecke Lampard. In Ecken bin ich nicht so gut, da dachte ich mir, okay, jetzt nimmst du mal nicht Lampard als Eckballschützen, sondern Ashley Young. Der kann nämlich richtig gute Flanken schlagen. Achtung, Mangala, Latte und im Nachsetzen wieder Mangala, 2-0. Allererste Ecke von Ashley Young und dann ein Tor von Mangala. Sein allererstes im 23. Spiel trifft Mangala sein erstes Tor durch eine überragende Flanke von Ashley Young. Er natürlich wieder versucht mit dem Anschlusstrick durchzulaufen. So kam er zu Chancen oder durch kleine Fehler von mir, die er versuchte auszunutzen. Aber trotzdem, insgesamt war sein Spiel richtig, richtig schwach, obwohl er sogar in Überzahl war, hat er aus der Überzahl-Situation nichts gemacht. Richtig schwache Partie von meinem Gegner. Das muss man einfach mal dazu sagen, dass er richtig schlecht war und ich einfach abgezockter, cleverer und die entscheidenden Situationen auch zu meinem Vorteil genutzt habe. Dann hier mal mit einer Chance. Aber mehr kam dann auch nichts von ihm. Tote Hose. Die sind, die ich euch gezeigt habe, waren seine besten. Es war eine harmlose Partie von ihm. Nichts wirklich, was gut war. Was wirklich nach einem Ansatz, nach einem guten Angriff aussah. Die hatte er wirklich sehr selten bis gar nicht. Dann wieder der überragende Ashley Young. Unwiderstehlich. Young mit ihrem schönen Trick, aber leider nicht durchgekommen, weil er dann auch entscheidend gestört wurde. Ashley Young war in dieser Partie der Man of the Match. Das zeigte sich auch in den Statistiken. Oscar, einfach nur überragend dieses Zuspiel für Ashley Young 2-0. Oscar und Ashley Young in einem überragenden Spiel. Oscar, besser geht es nicht. Ich dachte erst mit, ohne Ratte in Ben Arfa wird er ziemlich seine Probleme haben auf der rechten Seite. Denkst du, Oscar spielte das Spiel seines Lebens. Ein überragendes Spiel von Oscar und Young. Sensationell, überragend, Weltklasse, unwiderstehlich. All das kann man zu diesen beiden Spielern sagen. Ashley Young. Überrang. Dann Adijah mit der Chance. Den wollte ich auch noch sein Tor gönnen. Nur er mit ein bisschen viel Pech. Dann gab es wieder eine Ecke. Und da dachte ich mir, ah komm, die kann mal wieder Young treten. Und dann kommt da plötzlich Lampard. Mit diesem Flugkopfball. Totale Verwirrung bei ihm. Bei dieser Standardsituation. Dann wieder Ecke Young. Seine dritte überhaupt. Aber Howard ist dieses Mal da. Unverhindert den Einschlag. Doch Mangala, der hat richtig viel Spaß an diesem Spiel. Mangala fast mit seinem Doppelpack. Der hat 22 Spiele kein einziges Tor geschossen. Und hier fast mit seinem Doppelpack. Es war unglaublich. Mangala hinten überragend, vorne offensiv stark. Mangala, was willst du mehr? Riesenspiel, sein bestes Spiel überhaupt bei mir. Und Young ist einfach nur der überragendste Spieler überhaupt. Der war letztes Jahr schon so sensationell stark. Jetzt Achtung, mal wieder so eine Szene von Oscar, der einfach nur überragend war. Dieser Pass für Van Halmer. Aber nur knapp über den Kasten. Einfach nur das Spiel des Spielers von Oscar. Der ist jetzt in seinem 9. Spiel hier. Und der ist einfach nur
wahrscheinlich riesen stark auf dieser Position, in diesem zentralen Mittelfeld. Wie aktiv der vor allen Dingen in dieser Partie mitspielte, das war einfach nur phänomenal. Und Young, ich habe ihn jetzt, glaube ich, in seinem 24. Spiel, und er war letztes Jahr schon so unglaublich stark, und dieses Jahr ist er noch einmal um einen riesen Schritt nach vorne gelaufen. Flanken, schießen, passen, whatever, Tricks, alles perfekt. Ashley Young ist der geborene linke Flügelspieler. Einfach nur für mich aus meiner Sicht einer der besten Linksflügelspieler überhaupt in FIFA Ultimate Team. Ganz egal, Ribery, Ronaldo, Hazard, das ist völlig egal. Young gehört definitiv mal dazu. Mangala, der spielte plötzlich vorne mit, der wollte auch sein Tor haben. Ranger ist das am Ball. Mit diesem Pass nach vorne zu Oscar. Wieder so eine Szene von Oscar. Wie überragend sein Spiel war. Oscar, einfach nicht vom Ball zu trennen. Oscar, Oscar, Oscar. Nur mit Glück kann diesen Ball Howard noch abwehren. Oscar war einfach so sensationell stark auf dieser rechten Seite. Er lässt den Ratten Penafa völlig vergessen, dass ich hier ohne ihn spielen musste. Oscar hat da auf dieser Position für 2-3 Spieler gespielt. So überragend war Oscar an diesem Tag. Dann hier dieses Zuspiel. Ich dachte, da vorne ist ja Dixon. Da ist Sherrick Kipps. 4-0 in Unterzahl. Das ist unfassbar, liebe Freunde. 0-4. Sherrick ist 25 Spiele, kein Tor. Und jetzt macht er es. In der 90. Minute macht Kieran Gibbs das 0-4. Und das war es dann auch. 4-0. Da wirst du doch bekloppt. Was ein Fußballspiel. 0-4. Und nochmal, wie lang. Wir waren in Unterzahl. Ja, rote Karte finde ich immer noch strittig, aber was ein Fußballspiel von Ashley Young und Oscar. Und vor allem Kieran Gibbs und Mangala, allererste Tore. Das ist der Wahnsinn. Ashley Young, Zucker. Zucker. Adidai, 2 Torvorbereitungen. Oscar eine Vorbereitung, Young eine Vorbereitung. Und ich denke mal, wir sind uns alle eigentlich, dass eigentlich noch Oscar eigentlich ein Tor hätte verdient haben müssen. Also das ist ja kaum Fußball. Leute, wir sind im Halbfinale. Okay, wir müssen uns nochmal die Fouls angucken. Wow, sehen wir echt gut. Zweites Foulspiel. Wow, sehen wir echt gut. Achso. So, ich möchte nämlich nochmal die Szene angucken. Für mich ist es eigentlich kein. Ich finde, es ist eigentlich meiner Meinung nach zu hart. Ich hätte ihn da nochmal ermahnt. Gucken wir uns mal auf die Szene an. Ja, okay. Okay, das erste lasse ich durchgehen. Sag ich, okay, ist gelb. Aber die zweite Aktion, ich persönlich als Schiedsrichter hätte ihn nur verwarnt. Und dann diese Aktion von Ashley Young. Besser geht es nicht, wie er den da an Howard vorbeilegt. Das ist ja wunderschön, das ist wunderbar. Wunderschön. Wie cool der den da vorbeilegt. Das ist einfach nur ein Top-Fußballer, Freunde. Und Ashley Young hat echt einen Wahnsinnsfuß. 4-3, 4-0. Und im übernächsten Part geht's dann ins Halbfinale, liebe Freunde. Ja, wir können uns ja mal Youngs Statistik. Der hat nur 73 Schießen, ne? Aber das ist für mich kein. Also er hat nur 73 Schießen und nur 75 Passen. Aber ganz ehrlich, wer den Part heute gesehen hat, der weiß zu 100%, der hat definitiv keine 73 Schießen und 75 Passen. Das ist einfach nur Zucker, was der so im Gefühl hat. Das ist einfach ein Top-Fußballer. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Let's Play FIFA 15. Ach, die Menti. Bis dahin, Leute, und ciao.